Also es gibt Ziele, die sind vielleicht gar nicht deine. Das sind Ziele, da spricht was dagegen in dir, die zu erreichen. Und es gibt Glaubenssätze, die manchmal verhindern, dass du Ziele erreichst. Also wenn du glaubst, ja, irgendwas nicht zu schaffen, dann wirst du alles daran setzen, dass du am Ende recht behältst. Aber ich hatte die Glaubenssätze, Geld würde stinken, Geld würde den Charakter verderben. Es geht auch nicht um 60 Kilo. Ich habe mich mal auf, ich glaube, es waren fast 60 Kilo runtergehungert, weil ich dachte, ich brauche einen Sixer. Ich hatte meinen Sixer, aber ich sah scheiße aus im Gesicht, sorry. So, moin Leute. Im letzten Video haben wir uns mit 11 Gründen beschäftigt, warum 92-94%, Wahnsinnszahl, der Menschen ihre Ziele nicht erreichen. Also falls du das Video noch nicht gesehen hast, schau es dir auf jeden Fall an. Falls du auch Ziele hast, die du nicht erreichst, kannst du mal die Gründe durchgehen, gucken, ob irgendwas auf dich passt und kannst es dann ändern. In dem Video heute beschäftigen wir uns damit, welche Grundvoraussetzung du brauchst, um zu den 6-8% der Menschen zu gehören, die alle ihre Ziele erreichen. Kurz zum Aufbau von dem Video. Also ich werde es in drei Teile aufteilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit deinem Willen, ja, mit der Willenskraft, mit dem Willen und mit der Vorstellung. So, wie spielen die miteinander und welche Rolle haben die zueinander und welche wichtige Position haben die beim Erreichen der Ziele? Nummer zwei wird sein mit der genauen Analyse deiner Ziele. Da kann ich dir jetzt schon mal verraten. Also es gibt Ziele, die sind vielleicht gar nicht deine. Das sind Ziele, da spricht was dagegen in dir, die zu erreichen. Und es gibt Glaubenssätze, die manchmal verhindern, dass du Ziele erreichst. Wir analysieren das sehr genau im mittleren Teil dieses Videos. Und im dritten Teil, im letzten Teil, gucken wir uns dann ganz konkret darauf hin, wie formulieren wir die Ziele, damit wir sie auch wirklich erreichen können. Ich habe jetzt hier unten in der Timeline eingestellt, die ganzen Kapitel habe ich da aufgeteilt, auch mit Unterkapiteln noch. Das heißt, wenn du irgendein Kapitel nicht ganz verstanden hast, nochmal angucken willst, dir nochmal vergewissern willst oder am Ende bist du nicht so, das war doch mal interessant, kannst du jederzeit nach vorne hüpfen und dich da unten in den Kapiteln bewegen. Okay? Ziel am Ende des Videos soll es natürlich so sein, dass du deine Ziele so stecken und so formulieren kannst, dass du sie auch wirklich erreichst. Fangen wir an. Der erste Punkt ist der Wille und ist die Vorstellung. Ja. Der Wille ist im Grunde genommen die sprachliche Formulierung von dem, was du zumindest denkst zu wollen. Das ist wichtig. Und die Vorstellung ist im Grunde genommen das, was du dir vor dein inneres Auge wirklich stellen kannst. Was du da wirklich siehst und was du da wirklich vorstellen kannst. Und Vera von Birkenbiel, ich habe die im letzten Video schon ausführlich gefeiert, man kann es nicht genug machen, die hat ein wunderschönes Bild darüber, wie Wille und wie Vorstellung zusammenspielen. Sie nennt es, sie bezeichnet die als zwei Pferde, die vor eine Kutsche gespannt werden. Das bist du, die Kutsche. Das stärkere Pferd ist die Vorstellung und das zweitstärkere Pferd, das sagt sie so nett, ist der Wille. Ja? Und wenn du jetzt, und Vorstellung das gleiche Ziel haben, die wollen beide in den Stall gehen, um sich auszuruhen, dann wird dein Ziel auf jeden Fall erreicht. Du wirst dich ausruhen können. Sobald aber die Vorstellung ein anderes Ziel hat als der Wille, ja, die Vorstellung will lieber noch ein bisschen was essen, dann muss dein Wille leider so lange warten, bis die Vorstellung sich auch endlich mal dazu bequemt, in den Stall zu gehen, um sich auszuruhen. Es ist sehr, sehr wichtig, da genau drauf zu gucken, ob deine Vorstellung wirklich auch mit dem übereinstimmt, was dein Wille ist, ob das beides deckungsgleich ist. Das heißt für dich, eiserner Wille ist wichtig und gut und so weiter, braucht man auf jeden Fall, werde ich auch immer mal ein extra Video dazu machen. Solange deine Vorstellung aber nicht das gleiche Ziel hat, kann dein Wille so eisern sein, wie er möchte. Deine Vorstellung lacht dann nur müde drüber, weil sie genau weiß, dass sie sich durchsetzen will. Aus dem Grund will ich mich heute in dem Video mehr mit der Vorstellung beschäftigen. Und bei der Vorstellung, ja, du kannst auch die Vorstellung im Grunde genommen mit dem Wort Glaube, das macht es manchmal, finde ich, einfacher, oder der Glaubenskraft übersetzen. Also wenn du glaubst, ja, irgendwas nicht zu schaffen, dann wirst du alles daran setzen, dass du am Ende recht behältst. Das ist die sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt aber auch witzigerweise, wenn du das mal wirklich verdeutlichst, du hast keinen Misserfolg mehr. Also wenn deine Vorstellung sagt, ich schaffe etwas nicht, dann wirst du erfolgreich sein im Nichtschaffen, auf jeden Fall. Ich finde da ein sehr nettes Beispiel ist immer das Einschlafen. Ich kenne das selber von mir von früher. Du gehst ins Bett, du willst einschlafen, ja? Also dein Wille sagt ganz klar, ich will heute einschlafen. Ich will. So, Will-Weltmeister des Jahres, da ist Einschlafen. Deine Vorstellung, also sobald du nicht sofort einschläfst, ja, sondern so ein bisschen kurz dich noch ein, zwei Mal umdreht oder sowas,
hat deine Vorstellung, eine andere Vorstellung von der Situation. Deine Vorstellung stellt sich vor, ich kann überhaupt nicht einschlafen heute. Ich drehe mich hin und her, ich quäle mich, ich fange an zu schwitzen. Ich denke die ganze Zeit über den nächsten Tag nach. Ich denke nach, wie wenig Schlaf ich nur noch habe, wann ich aus dem Bett muss, dass ich völlig übermüdet aus dem Bett muss. Also die Vorstellung malt sich in den feinsten Farben aus, wie du nicht einschläfst. Also kann der Wille noch so viel wollen, wie er möchte. Er wird keine Chance haben. Die Vorstellung wird sich am Ende durchsetzen, bis die Vorstellung irgendwann müde genug ist, um selber einzuschlafen. Finde ich ein richtig gutes Beispiel, um zu zeigen, wie wenig der Wille eigentlich auswirken kann, wenn die Vorstellung ein anderes Ziel hat. So, damit wäre Punkt 1 erledigt. Punkt 2 ist die genaue Analyse deiner Ziele. Total wichtig. Analysiere erst deine Ziele, bevor du sie erreichen möchtest. Der erste Teil davon ist, sind es wirklich deine Ziele? Oder sind sie vielleicht in deinen Kindertagen, in deine Kinderschuhe gesteckt worden? Von Eltern, von Großeltern, von Geschwistern, von Lehrern oder von sonst irgendwem? Überlege dir genau, ist das, was ich unbedingt erreichen möchte, das, wo ich mich sehe und wo ich hin möchte, sind das meine Ideen, sind das meine Bilder, ist das mein Weg oder ist das der Weg der anderen? Wenn du dir sicher bist, dass es dein Ziel ist, dann musst du noch zwei Sachen überprüfen. Das eine ist, hat das Ziel, was du erreichen willst, irgendeinen Selbstzweck, was vernichtet wird dadurch? Oder gibt es Glaubenssätze, die dagegen sprechen, ja, die auch eliminiert werden müssen? So, jetzt haben wir es. Genau, ich will, weil es ein bisschen komplex ist, will ich das an zwei Beispielen durchgehen. Das einmal mit dem Beispiel Übergewicht und das andere mit dem Beispiel Reichtum. Oh Mann, ist so früh für mich heute. Also erstmal kurz zum Übergewicht. Ja? Wenn du übergewichtig bist, definierst du meiner Meinung nach dein Übergewicht als ein Problem und dein Ziel ist es abzunehmen. Mir ist es wichtig, da einmal zu überprüfen, ob man diese Sichtweise nicht anders denken kann. Ich glaube, das Übergewicht, was man sich angegessen hat, hatte mal einen Selbstzweck, ja? Hatte mal eine Funktion in deinem Leben. Kann sein, dass du als Kind oder eine Ausbildung oder sowas dir kein Gewicht, deiner Stimme kein Gewicht verleihen konntest, du dich nicht durchsetzen konntest und gedacht hast, so, dann esse ich mir jetzt Gewicht an, um präsenter auftreten zu können. Nur ein Beispiel. Oder du hast in Kindertagen oder in der Jugend seelische Verletzungen erlitten und hast dir einfach eine dicke Haut zugelegt, ja? Damit du dich von der Außenwelt ein bisschen schützen kannst, damit du deinen inneren sicheren Ort hast, eine dicke Haut. So kommt alles nicht so schnell an meine Seele ran. Und das ist mir total wichtig. Es hat absolut Sinn gemacht, dass du dieses Übergewicht vielleicht hattest. Und jetzt musst du für dich überprüfen. Also erstmal finde ich wichtig für sich selber, für seinen eigenen Frieden festzustellen, das ist kein Problem, mein Übergewicht, sondern es hatte einen Zweck, dass es da war. Ja? Also ich bin Sozialarbeiter, ich habe das ganz oft mit den Kindern und Jugendlichen, die bei mir sind und die irgendwelche Probleme haben. Nein, das sind keine Probleme, das sind unfassbar wichtige Verhaltensweisen, die einmal Sinn gemacht haben, die man aber vielleicht ablegen kann. Genauso mit dem Übergewicht. Ja, kann ich das Übergewicht vielleicht ablegen? Oder hat es noch den Schutzzweck? Dann lasse ich es. Ja? Aber das muss ich mir mal einmal wirklich vergegenwärtigen. Und wenn ich mir sicher bin, okay, ich brauche das nicht mehr, dann kann ich auch mein Ziel formulieren, dass ich abnehmen möchte, dass ich schlanker sein möchte und kann dieses Ziel auch erreichen. Weil ich den Selbstzweck, den es hatte, aufgelöst habe. Das andere sind die Glaubenssätze. Wenn dir als Kind immer erzählt worden ist, ah, du bist unser kleines Dickerle. Ich komme aus dem Badischen, gell? Ich kann den Dialekt einfach nicht. Egal. Du bist unser Dickerle. Du bist sowieso nie der Sportlichste gewesen. So, ja, wenn du diese Glaubenssätze, ja klar glaubst du dran, du bist nicht der Sportlichste. Du bist halt, das Veranlagung oder sonst irgendwas. Räume, wenn es dir hilft, mit diesen ganzen Glaubenssätzen auf. Ich werde nochmal ein extra Video zum Thema Glaubenssätze machen, weil es extrem wichtig ist, wie man solche Glaubenssätze auflösen kann. Das vielleicht Übergewicht als Thema. Das andere Thema, Reichtum. Genau, meine Glaubenssätze sind total spannend, finde ich. Also ich bin Waldorfschüler und habe soziale Arbeit studiert. Und nicht, dass alle gleich sein müssen, aber bei uns steht eher im Vordergrund, sage ich mal, das Gute tun, gar nicht so viel darüber zu reden, eher so eine spirituelle Entwicklung zu haben, weniger eine materielle Entwicklung zu haben. So, meine Schwester ist dann vor anderthalb Jahren mal auf mich zugekommen. Also Geld hat mich schon immer so ein bisschen gereizt, aber im Stillen und Verborgenen, ich habe nicht drüber gesprochen. Er hat gemeint, Nico, komm, lass uns auf ein Finanzseminar von Bodo Schäfer und Stefan Friedrich gehen. Ja? Super, ich konnte meine Schwester vorschieben. Danke. Bin da hingegangen und habe da an drei Tagen wahnsinnig viel gelernt. Das ist anderthalb Jahre her. Es hat sich einiges geändert. Ja? Und ich habe mit meinen Glaubenssätzen, das war der wichtigste Punkt in diesem Seminar, ich habe mit meinen Glaubenssätzen aufgeräumt. Und ich hatte die Glaubenssätze in mir. Also wie gesagt, ich wollte heimlich immer schon so Geld haben und Reichtum erlangen. Aber ich hatte die Glaubenssätze. Geld würde stinken. Geld würde den Charakter verderben.
nach Geld zu streben oder nach Reichtum zu streben. Es ist rein materielles Denken, spricht von einem schlechten kleinen Charakter oder einer kleinen Seele oder so. Also das waren so alles meine Glaubenssätze. Und in dem Seminar hat man sich wirklich damit beschäftigt, diese Glaubenssätze aufzulösen und zu überlegen, was kann man mit Geld Gutes tun? Warum will man Geld erlangen? Und wie gesagt, ich habe soziale Arbeit studiert. Ich kann dieses Jahr zum ersten Mal Geld spenden. Ja? Und ich bin selber angestellter Geschäftsführer in einer großen Jugendhilfeeinrichtung. Wie geil wäre das, wenn ich irgendwann auf Teile vom Gehalt verzichten könnte? Wir haben jetzt eine Stiftung gegründet oder gründen die gerade, die so als Dach über unsere ganzen Einrichtungen sein soll. Wie geil wäre es, wenn ich irgendwann hingehen könnte, 1 Million auf den Tisch legen könnte und selber Geld spenden könnte an andere Stiftungen, an andere Einrichtungen. Ja? Und wenn du ein starkes Motiv hast für irgendwas, dann glaube ich, ja, kannst du die ganzen anderen Sachen beiseite räumen, diese ganzen anderen Glaubenssätze, und wirst dieses Ziel auch erreichen. Ja, und noch ein Hinweis zu diesen Seminaren, weil die ja immer auch nicht so positiv gesehen werden. Klar, du ziehst das raus, was du dir rausziehst. Und wenn du am Abend, nachdem du stundenlang gelernt hast, dass du Geld sparen sollst, hingehst und noch das Last-Minute-Angebot, was 50% reduziert, das kaufst, dann hast du vielleicht die ersten 5 Stunden nicht wirklich aufgepasst. Aber ich glaube, bei so einem Seminar lernst du Handwerkszeug, genauso wie bei dem Video. Ich gebe dir ein Handwerkszeug, was du davon wie umsetzt, ist deine Sache. Und ich glaube auch hier, die Vorstellung der Glaube, hilft es mir was? Oder hilft es mir nichts, wenn ich daran gehe? Die wollen mich sowieso an den Tisch ziehen, die verarschen mich alle, wird es auch nicht funktionieren. Aber wenn du dich mit dem Thema intensiver beschäftigen möchtest, eine absolute Buchempfehlung von mir, Ralf Tegmeier, Der Geist der Münze heißt das, glaube ich, verlinke ich unten in der Beschreibung. Das Buch ist permanent eigentlich ausgegriffen, habe ich auch von Vera Birkenbiel empfohlen oder die Empfehlung von ihr rausgezogen. Ich verlinke es unten, schau, ob es erreichbar ist oder verfügbar derzeit ist. Soll ein großartiges Buch auf jeden Fall sein. So, ich fasse ganz kurz zusammen. Wir haben Punkt 1, Glaube und Wille, oder Vorstellungskraft und Wille. Wir haben Punkt 2, die genaue Analyse. So, jetzt kümmern wir uns um Punkt 3, um die genaue Formulierung deiner Ziele. Ja? So ein kurzes Gedankenspiel. Dafür stell dir jetzt mal nicht, und es ist wichtig, dass du dir nicht vorstellst, einen rosaroten Elefanten, ja, mit so einer richtig schönen, ja, diese Vorstellung, diese rosarote Haut, diese schuppenartige oder dieses Feste vom Elefanten, dieses kleine Ringelschwänzen, okay, das ist ja ein Schwein, oder dann so riesen rosa Ohren, die so wabbeln, also stell es dir nicht vor. Okay? Und ich bin mir relativ sicher, du bist nicht drum herum gekommen, dir dieses schöne Bild gerade vorzustellen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Unsere Vorstellung kennt keine Negation. Unsere Vorstellung kann sich etwas nicht vorstellen. Also formuliere deine Ziele auch nicht negativ. Sag nicht, ich will nicht arm bleiben, ich will nicht dick bleiben, ich will nicht Single bleiben, sondern formuliere deine Ziele alle positiv. Ja? Ich will Reichtum erlangen. Ich will einen gesunden Körper haben. Ich will in einer glücklichen Beziehung leben. Und dann geht es darum, dass du deine Ziele wirklich visualisieren kannst. Ich mache auch nochmal ein extra Video zum Visualisieren, weil ich dieses Visualisieren nie verstehe. Alle sagen mal visualisieren, ich habe es nie wirklich verstanden. Ganz kurz gesagt, schaffst du es 10 Minuten, dich wirklich in dieser Zielvorstellung, die du hast, ja, in der wirklich zu Hause zu fühlen oder in der dich wirklich zu sehen. Sehr konkret, sehr detailreich. Ja. Und dann nicht die Formulierung zu haben, ich will abnehmen oder ich werde abnehmen oder ich werde schlank sein oder ich werde glücklich sein, sondern der Ist-Zustand. Die Visualisierung ist immer, ansonsten stellst du dir vor, wie du immer sein, wie du es werden wirst. Aber das ist ja nicht das wo du hin wirst, sondern du wirst in den Zustand kommen. Also visualisiere die ganz konkrete Vorstellung und auch ganz konkret, was du machen wirst. Es geht ja nicht um 1 Million Euro, die du noch haben willst, aber was kannst du mit dem Geld denn Gutes machen? Was kannst du dir und anderen damit ermöglichen? Es geht auch nicht um 60 Kilo. Ich glaube, es waren fast 60 Kilo runtergehungert, weil ich dachte, ich brauche einen Sixer. Ich hatte meinen Sixer, aber ich sah scheiße aus im Gesicht, sorry. Also, und war nicht mehr gesund. Also, ganz detailreich genau das visualisieren, was deine Zielvorstellung ist. So, ich fasse jetzt ganz kurz das Video zusammen. Also, Teil 1 war Glaube, Wille. So, immer das beides deckungsgleich bekommen, weil der Glaube oder die Vorstellung ist die stärkere Kraft von den beiden. Punkt 2, die genaue Analyse deiner Ziele. Ja, sind das wirklich deine Ziele? Gibt es Glaubenssätze oder Selbstzwecke, die gegen die Erfüllung oder die Erreichung deiner Ziele sprechen? Und dann die Formulierung. Keine negativen Formulierungen und konkrete Formulierungen und nicht die Zukunft formulieren, sondern den Ist-Zustand dann formulieren. Ja? Genau, also kurz als Beispiel.
du hast jetzt das Video hier angeschaut, weil du dich wahrscheinlich mit Zielen beschäftigen wolltest. Also dein Wille hat ganz klar gezeigt, du willst dich mit den Zielen auseinandersetzen und beschäftigen. Jetzt ist die Frage auch, ob der Glaube auch so weit ist, dass du es wirklich schaffen kannst. Und wenn du wirklich daran glaubst, dann musst du auf jeden Fall das Video hier liken. Ja? Und du glaubst ja auch, dass weitere gute Videos kommen zu dem Thema. Also der Kanal muss auf jeden Fall abonniert werden. Und unten bitte in die Kommentare was reinschreiben. Und was mir an der Stelle wirklich noch wichtig ist, natürlich Spaß oder Ernst, was mir auf jeden Fall wichtig ist, wenn du selber eine Schwierigkeit hast, irgendwas zu analysieren, wenn du ein Ziel hast, was du nicht genau greifen kannst, wenn du nicht weißt, welche Glaubenssätze dagegen sprechen, wenn du nicht weißt, ob dein Problem irgendeinen Selbstzweck hat oder nicht, schreib mir meine Kommentare. Oder schreib mir, ich habe einen Blog, den ich jetzt gründen werde. Kannst mir auch, ich weiß noch nicht, ob der online ist, kannst mir auch einfach eine Mail schreiben und sagst, Nico, Folgendes ist bei mir. Wie würdest du damit umgehen? Was würdest du dazu sagen? Ich beschäftige mich sehr gerne damit und werde dir auf jeden Fall eine Rückmeldung dazu geben. So, einen richtig guten Start ins neue Jahr wünsche ich dir, auf dass unsere Ziele zu uns kommen mögen, wie wir es wollen. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.